Nagetiere. Und genau wie unser anderer Experte bezweifelt auch Reddick, dass Walzenspinnen fast einen Meter groß werden können. Einige Soldaten haben große Spinnen gesehen, aber alles, was Angst macht, wirkt größer. Reddick und Honecker haben noch nie eine Walzenspinne mit Appetit auf Menschenfleisch gesehen. Doch weitere Forschungen über diese Tiere könnten neue Erkenntnisse hervorbringen. Vielleicht ist da draußen wirklich etwas. Ich will es nicht gänzlich ausschließen, denn die Entdeckung macht den Spaß an der Wissenschaft aus. Und ich würde nie irgendwelche Interessen oder Hoffnungen zunichte machen wollen, dass da draußen etwas existiert. Möglich wäre es. Unterdessen setzen West und Ramirez ihre Suche nach der Riesenspinne fort. Die Sonne geht unter. Doch West ist unbeirrt. Spinnen sind nachtaktiv. Hör mal, überall Frösche. Das ist eine prima Nacht für riesige Vogelspinnen. Frösche und Grillen huschen durch die Nacht, aber keine Spinnen. Hey, Rick! Eine Schlange. Leicht giftig. Gerade ausreichend, um einen Frosch zu lähmen. Eine halbgiftige Schlange. Wunderschön. In der Dunkelheit erregt etwas Ramirez Aufmerksamkeit. Hey, Rick, ich habe was gefunden. Schenkt man den eingeborenen Glauben, lauern im südamerikanischen Amazonas-Urwald Riesenspinnen, die Vieh und vielleicht sogar Kinder fressen. In Venezuela behauptet dieser Schamane, eine 1,5 Meter große Spinne habe einen Hund getötet. Und dieser Mann sagt, eine Spinne habe aus einem nahegelegenen Dorf ein kleines Kind verschleppt. Und im Kongo hat ein britisches Ehepaar eine überlebensgroße Spinne mit Ausmaßen von 1,5 Metern gesehen. Wenn eine 25 cm große Spinne fähig ist, gleich große Beute zu erlegen, dann mag man sich gar nicht vorstellen, welche Beute eine 1,5 Meter große Spinne fressen könnte. Kann die Wissenschaft nun die Existenz einer solchen Spinne beweisen? Im Dunkel der Nacht, tief im Amazonas, setzen Rick West und Juan Carlos Ramirez ihre Suche nach einer Riesenspinne fort. Sieh mal, sind die giftig? Weiß nicht. Termiten? Termiten, ja. Sie schlagen sich weiter durch den Wald, in der Hoffnung, in der Dunkelheit etwas zu finden. Hey Rick, ich habe was gesehen. Dort, genau dadurch, eine gewaltige Vogelspinne bei ihrer Höhle. Ja, ich sehe sie. Bei der geringsten Vibration verschwindet sie im Loch. Die Spinne hat nicht annähernd die Größe jener Spinnen, die die Augenzeugen beschreiben. Weg ist sie, im Loch verschwunden. Am nächsten Morgen wollen West und Ramirez ihre letzte Chance nutzen und ihr Monster ausfindig machen. Diesen Pfad entlang zu gehen, nachdem man all diese Riesenvogelspinnengeschichten gehört hat, da wird einem mulmig. Hier ist was, Rick. Eine weitere Spinnenhöhle? Sieht definitiv wie eine Spinnenhöhle aus. Schauen wir mal, ob eine drin ist. Sie holen die Videosonde hervor. Kannst du sie an den Seiten lang führen? Ja, sie ist in mehrere Kammern aufgeteilt. Und sind überrascht, was sie zu sehen bekommen. Die ist riesig. Da ist der Hinterleib. Kannst du noch mehr erkennen? Ja. Geht sie tiefer rein? Das Bein ist verschwunden. Ja, sie hat uns ihren Hinterleib zugewandt. Pass auf, wenn sie ein paar Brennhaare verschleudert. Ja, ich habe schon welche im Hals. Sie schleudert noch mehr. Man bekommt sie in die Nasenlöcher und bei kleineren Tieren kann das Erstickung verursachen. Als letzten Versuch beginnt West, die Spinne auszugraben. Nah dran. Abgestreifte Haut. Alte Haut.
Hier sieht man die Beißklauen, sehr kräftig. Sie haben einen starken Biss. Hier kommt sie. Verschleudert Haare. Streift Haare ab, ja. Nicht einatmen. Könnte das ihre Riesenspinne sein? Da kommt sie. Wunderschön, man sieht, dass sie gerannt ist. Da. Eine Verteidigungshaltung. Wenn ich ihr noch ein bisschen näher komme, wird sie mich beißen. Diese Kieferklauen müssen fast 2 Zentimeter lang sein. Die sind enorm. Damit könnte sie ohne Mühe durch meinen Daumen beißen. Es ist mit Abstand die größte, die sie gefunden haben. 56 Gramm. Aber keine Riesenspinne. Wenn ich die Beine diagonal ausstrecke, sind das gut 25 cm. Wesentlich größere sind bisher nicht bekannt, aber wir suchen nach der Monstervogelspinne schlechthin. Ich vermute, in diesem Urwald gibt es noch größere. Mir genügt diese. Nachdem sie mehrere Tage potenzielle Brennpunkte abgesucht haben, haben West und Ramirez immerhin etwas gefunden. Eine sehr reale Furcht unter den örtlichen Einwohnern vor einer Kreatur, die die Wissenschaft erst noch dokumentieren muss. Sie werden in den Dschungel Venezuelas zurückkehren und versuchen zu beweisen, dass diese Augenzeugenberichte mehr sind als nur Legenden. Ich hatte gehofft, dass wir etwas Größeres finden würden. Aber das wird mich zurück in diese Urwälder treiben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist das Wichtigste. Ich arbeite hier schon seit über 20 Jahren. Und ich habe nichts annähernd so Großes gesehen. Es gibt keinen Grund, solche Geschichten zu erfinden. Da gibt es also eine Frage und wir hoffen, Antworten zu finden. Die Wissenschaft kann bisher keine Belege für eine Riesenspinne finden. Doch 6% der Erde sind von Regenwäldern bedeckt.